Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Es gibt ja zwei große Kornsammlungen, die Klassiker sind. Die eine heißt Mumon Khan, das torlose Tor. Und die andere heißt Hekigan Roku, Niederschrift von der smaragdenen Felswand. Und in dem einen Kornsammlung sind 48 Korns enthalten und in dem anderen 100. Und diese beiden Werke werden von den japanischen Zen-Studenten intensiv studiert und wir natürlich versuchen auch da einzudringen. Ja, diese Koans haben immer jeweils einen wichtigen Aspekt der Übung zum Gegenstand und ich wollte jetzt mal mich widmen dem Koan Nummer 19 aus dem Mumon Khan. Nansens, der alltägliche Geist ist der Weg. Ja, und zu Nansen kommt sein Schüler Yoshu. Yoshu ist ein berühmter Zen-Meister, zu dem sage ich gleich noch was. Und der auch hier beispielsweise im Mumon Khan öfter vorkommt, beispielsweise bei dem ersten Koan gleich, das die meisten von euch schon mal gehört haben oder kennen. Na, ein Mönch kommt zu Yoshu, hat ein Hund die Buddha-Natur. Antwort von Yoshu, Mo. Mumon Khan ist auch dasselbe Mo. Ja. Also die torlose Schranke wird eröffnet mit diesem Koan von Yoshu. Und hier geht es aber um den Lehrer von Yoshu, nämlich Nansen. Also zu dem geht der Yoshu und fragt ihn, was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Yoshu fragte, soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche, beharrte Yoshu. Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Yoshu zu plötzlicher Verwirklichung. Jetzt hat der Mumon noch einen Kommentar dazu verfasst. Mumons Kommentare sind meistens herausfordernd, ja. Er sagt, Nansen verging und zerschmolz angesichts Yoshus Fragen und er konnte keine plausible Erklärung geben. Selbst wenn Yoshu zur Verwirklichung kam, braucht er noch weitere 30 Jahre, um es vollständig zu verstehen. Und jetzt noch sein Gedicht. Frühlingsblumen, Herbstesmond, Sommerbrisen, Winterschnee.
wenn keine unnützen Dinge deinen Geist verwirren, hast du die schönsten Tage deines Lebens. Ja, wie gesagt, Joshu, ein großer Zen-Meister, lebte 1700, was weiß ich, 78 bis 897, ist also fast 120 Jahre alt geworden. Und dieser Joshu ist uns sehr lebendig überliefert. Es gibt eine Kornsammlung ausschließlich mit Korns von Joshu, 330 Joshu-Korn. Und hier im Mumonkan und Hikiganroku finden sich immer wieder Koans, in denen Joshu entweder als Meister vorkommt oder eben auch wie hier als Schüler. Er war also der Schüler von Nansen. Nansen ist uns bekannt aus dem Koan Nummer 14. Da kommt er zu einem Streit dazu. In alten China, da gab es in der Klosterorganisation immer zwei Hallen. Die eine Halle war dran mit Meditieren, das heißt, die Mönche, die zu der Halle gehörten, haben meditiert, und die Mönche, die zur gegenüberliegenden Halle gehörten, die haben gearbeitet. Das Zen hat integriert, den eigenen Lebensunterhalt möglichst durch eigene Arbeit irgendwie zu ermöglichen. Ja? Großer Unterschied zu Indien. Gut, und in diesem Kloster mit den beiden Hallen, das zu Nansens Einflussbereich gehörte, da gab es eine Katze, und die Katze ging immer hin und her. Und zwar ging sie immer dahin, wo die Leute gerade meditiert haben. Ja. Beide Mönchsgruppen hatten diese Katze als Maskottchen adoptiert. War sozusagen ihre Katze. Ja. Und dann war Nansen, meine ich, da und kommt zurück und kommt dazu, wie die Mönche sich da streiten, wessen Katze das nun ist, ob sie von der Osthalle oder von der Westhalle. Und in diesem Streit greift Nansen zu drastischen Mitteln. Er hebt die Katze hoch und sagt: Entweder ihr findet jetzt ein Wort, um euch aus diesem Streit da auf eine weise Art herauszuführen, oder die Katze wird erschlagen. Und dann haben die Streithammel sich gesagt: Der ist ja Buddhist, der darf ja gar kein fühlendes Wesen töten und so weiter. Das ist ja eine leere Drohung. Ja. Und dann, die haben sich geweigert, irgendwas dazu zu sagen. Und hatten Nansen die Katze getötet. Alle waren schockiert. Ja, nach dem Motto: Zanke Katze, weg damit. Joshu war zu der Zeit nicht da. Und Nansen hat dann bei Joshus Rückkehr gesagt: Ach, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Du hättest irgendwas dazu zu sagen gewusst. Ja. Und Joshu gibt auch noch eine eigenartige Antwort. Er quittiert den Bericht, indem er sich eine Sandale auf den Kopf setzt und umdreht und weggeht. Ja. Zwischen Joshu und Nansen herrsche eine ziemlich enge Verbindung. Ja. In diesem Koan, ja, wo Joshu fragt, also was ist der Weg, ne? Ja, was ist das Dao, also der chinesische Ausdruck Weg, ist Dao, und Dao ist gleichzeitig die Übersetzung des indischen Begriffs Dharma ins Chinesische. Um ungefähr 100 vor Christus wurde das mit dem indischen Buddhismus in China irgendwie ruchbar, und der regierende Kaiser, der hatte einen Traum, dass nämlich eine Karawane mit weißen Pferden anrücken würde,
und die Leute dieser Karawane mit einer Reihe von bedeutsamen Schriftrollen nach China kommen. Und von diesem Traum des chinesischen Kaisers hörten die indischen Mönche. Und die waren natürlich schon die ganze Zeit in Kontakt auch mit China. Aber es gab noch keinen offiziellen Kontakt. Und deshalb haben sie tatsächlich eine Karawane mit weißen Pferden ausgerüstet und ein extra Sutra geschrieben, das Sutra der 42 Verse. Und dieses Sutra war angelehnt an das Tao Te Ching oder Tao Te King hier, oft so genannt. Ja. Also die Essenz des Daoismus zusammengefasst von Lao Tse, als er das Land verlassen wollte, hat ein Zöllner ihm die Weisheit entrissen und in 84 Versen aufgeschrieben, bevor der Lao Tse also China verließ. Ne? Und das ist eine der heiligen Schriften Chinas. Ja? Und diese Mönche, die haben sich eingestellt auf den Empfängerhorizont der Chinesen. Die haben also ein Sutra der 42 Verse gemacht. Ne? 84 Verse hat das Tao Te Ching, 42 ist eine bescheidene, nicht noch überholen mit noch mehr Versen, ja, nee, obwohl die Buddha-Lehre ja ein Ozean ist, haben sie so ein kleines Flüsschen da zusammengestellt mit 42 Versen, respektvoll unter dem Maß geblieben. Und das haben sie in derselben Versform komponiert wie das Tao Te Ching. Selben Versmaß und die Vorgehensweise. Und mit dieser zentralen Schrift kamen sie also an, mit dieser Weißpferd-Karawane. Ja. Und der Kaiser hat die empfangen und es wurde der erste buddhistische Tempel in China gebaut, nämlich der Weißpferd-Tempel, auf Japanisch Wakubaji. Und diesen Weißpferd-Tempel, den durfte ich mit dem Roshi zusammen besuchen, als wir unseren China-Besuch gemacht haben. Da waren wir unter anderem in diesem Weißpferd-Tempel und haben da mit dem Abt gesprochen und weiß der Himmel was, ein bisschen was über die Geschichte noch gehört und so. So fing das mit dem Buddhismus in China an, ja, mit diesem Weißpferd-Tempel und dem Sutra der 42 Verse. Und der Begriff Dharma wurde also immer übersetzt in Dao. Und das Dao war den Chinesen sofort plausibel, weil das ist ja die zentrale Kategorie im Tao Te Ching, ja. Und deshalb hatten sie einen Schlüssel zum Verständnis der Buddha-Lehre. Nämlich für die war klar, die Buddha-Lehre ist eine Lehre vom Dao. Ja. Und deshalb ist in den Zen-Koans vor allem immer vom Dao die Rede. Wenn vom Dharma die Rede ist, ist häufig vom Dao. Vor allem, wenn es eben in der Bedeutung von Weg oder Sinn verwendet wird. Und man kann dazu noch sagen, dass der Buddhismus sich verwandelt hat auf seinem Weg von Indien nach China. Der indische Buddhismus war, nach dem Buddha hat er sich immer mehr ins Scholastische und Philosophische hin entwickelt. Die Laien waren so außen vor, die durften so Almosen spenden und die Mönche und Nonnen waren das Eigentliche. Und in Nalanda gab es eine große buddhistische Universität mit 10.000 Studenten, ja, im Altertum so um 600. Und also Nagarjuna, der berühmteste indische Philosoph, der lehrte da in Nalanda und ist auch einer der 28 indischen Zen-Vorfahren. Ja, Bodhidharma ist der letzte, der 28.
der erste gleichzeitig chinesische, ne? Und der Nagarjuna, der gehörte eben auch in diese Reihe und der galt auch als eine Art neuer Buddha, als der so den Buddhismus zusammengefasst hat und war so das Öffnungstor für den Mahayana-Buddhismus. Ja. Vorher war der Buddhismus eben mönchzentriert und mit dem Mahayana öffnete sich der Buddhismus für die Laien und für das Volk sozusagen. Und am meisten hat zur Öffnung dann später beigetragen Huineng, der sechste Ahn in China, ja. Der war nämlich ein echter Mann aus dem Volke, so eine Art chinesischer Ostfriese, Analphabet, hört einen Satz aus dem Diamant-Sutra, geht in das Kloster, wo der Mensch ist, der über das Diamant-Sutra gesprochen hat, versorgt noch seine Mutter, er hat immer mit Holzreisig, Paketen, die er in der Stadt verkauft hat, hat er seine Mutter unterhalten. Er war halbwaise, sein Vater war in Ungnade gefallen und gestorben. Also jedenfalls dieser Huineng, der kam dann zum fünften Patriarchen. Und weil der Analphabet war und wie so eine Art Ostfriese, so ein Kalfaktor, ja, haben sie ihn in die Reismühle gesteckt. Und da musste er die Reismühle treten. Das war ein großer Balken und der schlug auf so eine Schale, in der die Reiskörner waren. Und derjenige, der diese Reismühle bediente, die es übrigens heute noch so vom Typ her in Nepal gibt, kann man sich da angucken, der musste halt diesen Balken so runterdrücken und dann loslassen und dann knallt er auf die Körner und so wird der Reis da allmählich zum Mehl verarbeitet. Und der Huineng, das war ein kleiner Mann und der musste, um diesen Balken überhaupt runtertreten zu können, musste er sich einen riesigen Stein um den Bauch binden. Ja, mit dem ist er dann zusammen auf den Balken gestiegen, abgesprungen. Peng. Na, der hat da 8 Monate in der Reismühle gearbeitet und dann hat der Meister da einen Wettbewerb veranstaltet um die Erleuchtung, ja, und in diesem Wettbewerb waren sich alle einig, ne, der Meister wollte seinen Nachfolger bestimmen, das ist hier unser Jiki, der hat doch alles durchblickt und so, da brauchen wir keine Gedichte zu schreiben, der Lehrer hatte aufgerufen, sie sollten da Gedichte schreiben und er würde sich die angucken und dann würde er seinen Nachfolger bestimmen. Und da wurde dann nur ein Gedicht von dem Jiki veröffentlicht. Und der Huineng, der hörte von diesem Wettbewerb, ja. Und da Analphabet war, hat er irgendeinen Mönch angehauen, kannst du mir mal das Gedicht da vorlesen, ja. Dann hat er ihm das vorgelesen, hat er gesagt, du kannst du mal eins drunter schreiben. Hat er ihm eins diktiert, das hat er da drunter geschrieben. Dann kam der Meister und der sah gleich das obere Gedicht, das ist von meinem Jiki und das hat er dann so öffentlich gelobt, ja. Aber das andere hat ihn viel mehr beeindruckt. Er hat gefragt, wer hat denn das da geschrieben? Ja, in der Reismühle, da hatten wir einen, der hat das da in Auftrag gegeben und so. Okay, der soll mal heute Nacht zu mir kommen, ne? Dann kam der Huineng zu ihm und dann hat er ihm den Dharma übertragen. Das heißt, er hat ihm die Schale des Bodhidharma und das Gewand des Bodhidharma gegeben und hat gesagt, wenn das rauskommt, dass ich dir den Dharma übertragen habe, dann gibt es hier eine Palastrevolution. Deshalb lass uns mal noch schnell das Mondlicht ausnutzen. Ich ruder dich hier über den Fluss und dann sieh zu, dass du Land findest. Und also diese Geschichte mit so einem Volkshelden, der so gar nichts an Bildung mitbrachte, sondern nur ein tolles Herz sozusagen. Das war so richtig nach dem Geschmack der Chinesen. Und deshalb hat der Huineng dann wirklich den
Buddhismus in der Form des Zen-Buddhismus in China populär gemacht und es war dann die vorherrschende Strömung in der Tang-Zeit. Ja. Also, und in dieser ganzen Zeit wurde der Buddhismus eben völlig verändert, nämlich von wegen hier rumrennen mit der Bettelschale und die Regenwürmer bedauern, die von den tumpen Leuten, die den Boden bearbeiten, da umgebracht werden. Nix da. Da konntest du in China nicht mit ankommen, ja, weil die alle da im Garten am Arbeiten waren. Ja. Und so eine Art von Theorie, dass man da böses Karma macht, wenn man da irgendwelche Kleinlebewesen bedroht mit seinen landwirtschaftlichen Tätigkeiten, das kam für die überhaupt nicht in Frage. Ne? Und da eben nur rumrennen und hier mit der Bettelschale stehen und so, und das kam auch nicht in Frage. Und deshalb sind die Zen-Mönche sofort dazu übergegangen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu erarbeiten. Ja? Natürlich gingen sie auch noch mit der Bettelschale, ne, durch verschiedene Städten, aber das war ja, wurde verstanden als ein Angebot zur Großzügigkeit. Sie gaben die Gelegenheit zur Großzügigkeit, sie waren nicht darauf angewiesen. Ja? So, das war dann das neue Bild von der Bettelschale. Und hier diese Taschen sind ja Betteltaschen. Ne? Wie man sieht, da kann man nichts reintun. Ne? Okay, kein Platz, nur noch symbolisch, weil die eigentliche Arbeit wird da nicht mit der Betteltasche gemacht, sondern mit der Hacke und so weiter. Ne? So, und jetzt sagt er also, was ist der Weg? Ja? Weg ist Buddha Dharma. Ja? Was ist denn nun der Buddha Dharma? Ja? Und da sagt der Nansen, der alltägliche Geist ist der Weg. Ein anderer Meister wurde befragt, was ist der Weg? Der hat gesagt, auf sich rumtrampeln lassen, ohne sich zu ärgern. Na, der Weg, so ein Weg, da rennt jeder drauf rum, da tritt jeder, wird keine große Rücksicht genommen auf den Weg, auf dem man lang geht. Ja. Der erträgt das alles. Na, ist auch ein Aspekt des Weges, ja. Das mit sich geschehen zu lassen, ohne sich zu ärgern. Lass auf dir rumtrampeln. Und diesen Aspekt stelle ich jetzt erstmal zurück, weil hier geht es ja um den alltäglichen Geist. Ja. Die Zeichen alltäglicher Geist im Chinesischen, alltäglich wird dargestellt durch ein Zeichen, was sowohl ewig bedeutet, als auch gegenwärtig. Ja. Also der alltägliche Geist ist sozusagen hier, jetzt und immer da. Ja. Also eine ganz schöne Dimension. Und Geist wird im Japanischen durch das Zeichen Shin, Herz, dargestellt. Ja. Im Chinesischen Xin. Und das hat eine weitere Bedeutung als bei uns Herz oder Geist. Deshalb wird es eigentlich übersetzt mit Herzgeist. Und die Japaner oder die Chinesen so befragt werden, denk mal an die Berge, an den Harz oder was weiß ich, die Alpen. Und dann gucken wir so nach oben. Und die sagen, die gucken dann in ihr Herz. Ja, da sind die Alpen drin. Oh, das ist der große Ozean. So. Wenn diese aufgefordert werden, danach zu schauen. Also, dann schaut man in den Herzgeist, nicht hier oben da in die Kreuzworträtselecke, Herzgeist, ja. Also der immerwährende alltägliche Herzgeist ist der Weg, ja. Naja, und dann fragt Joshua natürlich, soll ich nach ihm suchen?
noch ein großer Unterschied, mit welcher Intention man unterwegs ist. Ob man findet oder ob man sucht. Ja? Ich empfehle euch schon mal, die zweite Alternative nicht so zu fördern, mehr so im Sinne von finden zu gehen. Ne? Das ist irgendwie so die Intention schon etwas ausgeprägter. Nur, was diesen alltäglichen Geist, ist der Weg angeht, ist trotzdem die Frage, ob Suchen die richtige Bewegung ist und Finden oder sowas. Weil Suchen schon so die Vorstellung ist, dass man davon getrennt ist, was Herr Nansen auch sagt. Ja? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Du stellst dir da sowas gegenüber vor, sowas Großartiges. Ja? Nichts, was mit dir zu tun hat. Ja, also dieses Getrenntsein, das ist etwas, was in gewisser Weise eine tragische Seite an uns ist, weil unsere Erkenntnisfähigkeit setzt oft erstmal mit dem Erleben des Getrenntseins ein. Ja? Also wenn wir anfangen zu denken, dann sind da wir hier das Subjekt, das sich noch nicht Subjekt nennen kann. Und da ist die ganze Welt drumherum. Ja, aber die ist getrennt. Nach der Geburt gibt es noch so eine innige Phase der Neugeborenen. Die sind da an der Mutterbrust am Saugen. Und für die ist das noch eine Welt. Ja. Aber nach und nach stellen die fest, Brust wird dann mir aus dem Mund genommen. Was ist denn jetzt los, ja? Was ist denn mit meinem Universum plötzlich passiert? Ne? Und diese Art von Getrenntheitserlebnis, das haben wir dann zunehmend, ja? Das macht uns auch Angst. Und in gewisser Weise begeben wir uns unser Leben lang wieder auf die Suche nach dieser wunderbaren Einheit, aus der wir da rausgefallen sind, an irgendeinem Punkt. Ja. Und wenn ein Mensch geboren ist, dann hat er auf jeden Fall zwei Antriebe, zwei Triebkräfte. Das eine ist, er sucht weiterhin die Verbundenheit, ja, wie er sie im Mutterschoß erlebt hat. Und er sucht gleichzeitig sein individuelles Wachstum. Ja, autonome Strebung und Verbundenheit. Und in diesem Spagat, da findet unsere Entwicklung statt. Und wenn es gut ausgeht, dann können wir Verbundenheit und Autonomie irgendwie gleichzeitig entwickeln. Ja? Also Autonomie ist auch sowas wie Selbstbehauptung und Verbundenheit. Das ist sowas wie Einfühlung oder Anpassung. Also in diesem Spagat, da können wir große Kräfte entwickeln, wenn das in einem so sowohl als auch einmündet. Aber manche von uns haben das tragische Erlebnis, dass beispielsweise das Ankommen neuer Geschwister oder sowas dazu führt, dass man irgendwie gedrängt wird zu so einer Art Entscheidung. Entweder ich gehe jetzt in die Verbundenheit oder ich gehe in die Autonomie. Ja? Und die einen Kinder werden dann autonom rebellisch und die anderen werden dann sanftmütig angepasst, verbunden und so weiter, weil sie nicht mehr beide Komponenten gleichberechtigt weiterentwickeln. Ja, und wenn sich also diese Strebungen, die wir als Ausdruck unserer Buddha-Natur auch spüren können, ja, die sind von Geburt aus uns mitgegeben, wenn wir diese Strebungen nicht mehr integrativ erleben können und die sich dissoziieren, dann gibt es etwas, was dazwischen tritt, und das ist Angst.
Und diese Angst, das ist etwas, was uns dann für unser Leben immer wieder begleitet. Ja, wir sind da nicht so ganz natürlich Reizreaktion, ist alles paletti gut. Nee, zwischen Reiz und Reaktion tritt die ängstliche Frage, werde ich damit angenommen oder nicht? Deshalb sind wir die ganze Zeit am Suchen, wie kriegen wir das wieder hin, dass das eine Einheit ist, ja. Wie kommen wir aus dieser Dualität wieder raus? Ja, und dann gehen wir zum Session und machen MBSR und versuchen Körper und Geist wieder zusammenzukriegen. Alles Mögliche. Ja? So, und dann sind wir auf der Suche, aber nicht am Finden des Integrativen. Und der Joshua ist auf der Suche, ja. Und der akzeptiert das nicht, dass sein Meister zu ihm sagt, wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Ja? Das kann er in dem Moment nicht verstehen. Ja? Er ist schon getrennt. Deshalb sieht er nicht, wie die Trennung da noch bestärkt wird darin. Ne? Er beharrt also auf diesem Suchen und Nansen sagt, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Also das, wo wir normalerweise unsere Probleme mit angehen, ist ja unser Verstand. Ja, und unser Verstand bedient sich der Möglichkeit, etwas zu wissen. Wir erforschen das analytisch, wir stellen Diagnosen und so weiter. Wir machen Experimente, ziehen unsere Schlüsse daraus und dann häufen wir immer mehr Wissen an. Und wenn sich irgendein Problem abzeichnet, dann gehen wir mit dem analytischen Werkzeug daran und versuchen, das Problem zu lösen. Und so bewegen wir uns in einer Problemlösungswelt, wo immer ein Problem gelöst wird und mit der Lösung zwei neue Probleme geschaffen werden. Das ist ungefähr die wissenschaftliche Vorgehensweise in unserer Welt. Ja, also da haben wir jetzt zum Beispiel die Klimakatastrophe, ja, die sich jetzt anzeigt und so. So, das kann man jetzt so angehen, dass man sagt, also CO2 muss jetzt eingespart werden. Die Erde wird zu warm. Die fängt daran zu glühen, wenn das so weitergeht. Die verwandelt sich in eine Art Venus. Das wollen wir nicht, weil wir wollen hier eigentlich weiter auf der Erde leben. Also müssen wir jetzt CO2 beseitigen. Wir dürfen nicht mehr so viel CO2 ausstoßen. Und wenn es ausgestoßen wird, dann müssen wir es irgendwie wieder aus der Atmosphäre rausholen. Und da schlagen die Wissenschaftler tolle Wege vor. Zum Beispiel das CO2 aus der Atmosphäre raussaugen oder aus den Produktionsprozessen. Und dann wird es verpresst in irgendwelchen unterirdischen Lagerstätten, ja, ehemalige Kohleflöze und so weiter. Da könnte man es einsperren. Wenn man zu den Naturvölkern geht und die auf das Problem aufmerksam macht, auch wenn die chemische Formel von CO2 vielleicht gar nicht kennen, ja, wissen die doch, dass wir ein Gas ausatmen, was die Pflanzen gerne einatmen. Und wir könnten da in der Natur wunderbare Partner finden, die mit unserem CO2-Problem auf eine ganzheitliche Weise umgehen, nämlich Bäume, die das aufnehmen und binden können. Das passt aber nicht zu unserem sonstigen ökonomischen Ansatz in der Welt. Da sind im Augenblick Bäume mehr als Rohstoff gefordert als CO2-Speicher. Und das ist deshalb so traurig, weil beispielsweise der Amazonas ein Gebiet ist, dessen Wald zur weltweiten grünen Lunge sich entwickelt hat und der anthropogenen Ursprungs ist. Das heißt, indianische Gesellschaften haben diesen Urwald hervorgebracht.
indem sie das Amazonasbecken, was so savannenartig gestaltet war, da haben sie Pflanzenkultur heimisch gemacht, die sie in selbstgemachter Schwarzerde angebaut haben. Der Fachausdruck für diese Schwarzerde ist Terra Preta. Sie haben nämlich Holzkohle mit tierischen und menschlichen Exkrementen vermischt, dadurch eine fruchtbare Erde geschaffen, in der die Holzkohle gleichzeitig gebunden war und die gleichzeitig diente als Substrat für Bäume und andere Pflanzen natürlich, und haben auf riesigen Flächen diese Art der holzkohlegebundenen Erde ausgebreitet. Von Satelliten aus kann man diese Gebiete noch erkennen. Und sie haben Deiche gebaut und die Gewässer da bestimmterweise geleitet und haben da große Siedlungen angebaut. In Amazonasbecken wohnten vor dem Ankommen der Spanier mehr Menschen als in Europa. Die haben kultiviert Pflanzen, und diese Pflanzen sind verwildert in die Umgebung, und das ist der heutige tropische Urwald da. Und jetzt haben wir in Brasilien Leute am Ruder, die drehen das Rad wieder zurück und sagen, komm, das ist hier unser Reichtum, den hacken wir jetzt mal ab. Und dann ist natürlich die wissenschaftliche Lösung des Kohlendioxidproblems unter anderem Kohlendioxid raus aus der Luft und verpressen. Eine Lösung, die überhaupt keinen Zusammenhang herstellt zu der Ganzheitlichkeit der Prozesse, die auf der Erde stattfinden, seien sie nun biologisch, chemisch, wirtschaftlicher Art. Und Zen ist irgendwie sehr naturverbunden, ja. Ich hatte schon erwähnt, den Bambus, der geehrt wird als eine Pflanze, die sehr dazu beiträgt, das Leben zu erleichtern. Wenn man mal in Nepal oder südindischen Staaten da unterwegs ist, dann sieht man, dass die Gerüste, die da für Großbauten, Hochhäuser und so weiter benutzt werden, die sind alle aus Bambus. Ja, nicht so Stahlrohrkonstruktion, nee, das sind Bambus. Weil der Bambus so solide und stabil und gleichzeitig flexibel ist, kippt nicht so leicht um. Und so werden die Gerüste aus Bambus gebaut. Ja, also eine sehr viel einsetzbare Pflanze, die geehrt wird wegen ihrer wunderbaren Möglichkeit, uns zu dienen. Und wie ich schon heute Morgen sagte, diese Werkzeuge werden geachtet, ja, als erhaltenswürdig und achtenswert und so weiter. Gut, Nichtwissen ist Verwirrung. Im Kartoschu wird das übersetzt mit Teilnahmslosigkeit. Also Nichtwissen ist Teilnahmslosigkeit, Unverbundenheit, ja. Nicht wirklich in Kontakt sein. Und Wissen ist Verblendung, weil Wissen isolierte Sachverhalte betrachtet und nicht den Zusammenhang herstellt. Und was ich am Zen sehr schätze, ist, dass wir mit den geheimnisvollen Aspekten der Wirklichkeit auch umgehen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Auch wenn irgendwas daran geheimnisvoll bleibt, dann würdigen wir das Geheimnisvolle, aber beziehen uns trotzdem auf die Welt. Ja. Weiterhin sagt Nansen, wenn du den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden?
Und eine unserer größten Schwierigkeiten ist, dass wir immer diese Ebene von richtig und falsch ansteuern. Ja? Wir bewegen uns schon in unserer Jugend, werden wir informiert über richtig und falsch, wahr und unwahr und so weiter. Und das sind so Denkmuster, die uns prägen, die uns aber die Grenzenlosigkeit versperren. Wir kommen nicht mehr in diesen Kontakt zur Grenzenlosigkeit. Und wir singen ja hier immer, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Form ist Grenzenlosigkeit, Grenzenlosigkeit ist Form. Also diesen Aspekt der Grenzenlosigkeit, den können wir ja gar nicht mehr erfassen, weil wir durch richtig und falsch eingeengt sind in unserem Leben und in unseren Beurteilungen. Ja. Das Beurteilen ist das Problematische. Und aus der Welt der Urteile und Selbstbeurteilungen wieder auszusteigen, ist eine große Herausforderung. Und viele Menschen kommen auch zum Zen, weil sie einen Weg herausfinden wollen, aus dem sich immer wieder schuldig erklären sollen oder sowas. Ja. Wieso? Warum? Ja? Warum soll ich denken, ich sei verkehrt? Aber es ist etwas, was ständig stattfindet. Genauso wie wir der Meinung sind, andere sind verkehrt. Ja? Überhaupt die ganze Struktur unserer Gesellschaft, die ist ein ewiges Ringen um richtig und falsch. Und da gibt es die Leute, die Ansagen machen können, die dürfen sich ärgern, weil sie nämlich mit Idioten umzingelt sind, ja. Und dann gibt es die Leute, die müssen sich schuldig fühlen, weil sie eben diese Idioten sind, ja. Und ja, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber das ist der Kampf um den Rang, der in unserer Gesellschaft Thema Nummer eins ist. Wer setzt sich durch? Wer sind die Mächtigen? Wer sind die nicht so Mächtigen? Wo stehe ich in der Pyramide? Das ist das Thema der dominanten Gesellschaft. Ja. Und Zen ist der Weg, sich zu befreien. Deshalb ist es auch ein Weg raus aus diesem du bist verkehrt, ich bin verkehrt. Wir verzichten da drauf. Aber es ist nicht so leicht. Beobachtet euch selbst. Könnt ihr wirklich in das So-Sein gehen? Die Dinge so nehmen, wie sie sind, ja, das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man von anderen plötzlich mit irgendwas beschuldigt wird, wie zum Beispiel Hakuin. Ja, Hakuin ist ja der große Erneuerer des Zen in Japan. Und der Tempel, in dem ich da letztlich beheimatet bin in Japan, der liegt ganz in der Nähe von dem Tempel, wo Hakuin ist, ja. Der Hakuinsche Tempel liegt in der Nachbarprovinz und so am Fuße des Fujiyama. Und Hakuin, der hat diesen Tempel, das war so ein Landtempel, übernommen. Da war dieser Tempel so ein ziemliches Wrack. Und er hat ihn so benutzt als Übungsstätte und ihn so nach und nach mit Mönchen, die zu ihm kamen, wieder aufgebaut. Und er hatte dann lokal so ein ziemliches Renommee. Ja, und ihm ist es passiert, dass da ein schönes junges Mädchen, was da in der Nähe wohnte, die Eltern sind Kaufleute, plötzlich schwanger wird. Und die Eltern dringen da in ihre Tochter ein und sagen, wer hat dich hier geschwängert, wer ist der Vater und so weiter. Und sie sagt da gar nichts, ja, und die Eltern hören aber nicht auf und dann sagt sie, Hakuin. Der geachtetste Mensch da in der ganzen Gegend, der ist der Vater. Ach, die Eltern sind entsetzt, ja, von dieser Nachricht und das geht rum wie ein Lauffeuer. Hakuin, der schwängert da die schönen jungen Mädchen und so weiter. Ja. Seht euch vor mit euren Töchtern und so. Und
die Eltern gehen über alle Maßen wütend zu dem Harquin hin und machen ihm Vorwürfe. Und Harquin sagt dazu, ist das so? Und dann wird das Kind geboren und die Eltern bringen das frisch gebackene Neugeborene zu Harquin. Der hat inzwischen seinen guten Ruf da verloren, ja, und wird als verkommene Kreatur gehandelt, ja, und die Eltern kommen also an mit dem Baby und sagen, hier ist dein Kind. Und Harquin wieder, ist das so? Und nimmt das Kind an. Und ja, er lässt dem Kind jegliche Pflege angedeihen, die er so ihm angedeihen lassen kann, ja, behütet es und es wächst da ein Jahr lang nach allen Regeln der Kunst gepflegt heran. Und die junge Mutter, der lässt das aber keine Ruhe, dass der Harquin jetzt zu Unrecht beschuldigt worden ist. Und nach einem Jahr geht sie zu ihren Eltern und sagt, Harquin ist gar nicht der Vater. Der Vater ist der arme Fischer sowieso aus dem Nachbardorf und ich habe mich nicht getraut, euch das zu sagen. Dann gehen die Eltern tief betroffen zu Harquin hin, ja, Tränen überströmt, danken sie ihm nochmal, dass er dieses Kind da jetzt ein Jahr lang in seine Obhut genommen hat und sagen, Mensch, du bist gar nicht der Vater. Du bist ja wirklich ein reiner Mensch und ein echter Meister und wir möchten das Enkelkind gerne wieder mitnehmen. Na, als sie dann so sagen, du reiner Mensch, du Meister, sagt Harquin wieder, ist das so? Das heißt, diesen ganzen Urteilen ist er immer begegnet mit der Frage nach dem So-Sein, nicht nach dem Urteil, ja. Und das ist eine ganz schöne Leistung, so daran zu gehen. Und ich habe selber in letzter Zeit mit meiner Gemeinschaft so einen kleinen Konflikt, beziehungsweise mit zwei Leuten daraus, die mir irgendwas unterstellt haben in Bezug auf unsere Steierberger Sendo. Wir hätten da nicht gezahlt oder irgendwas. Ja, da hätte ich am liebsten auch gesagt, ist das so, ja. Aber dann hätten die gesagt, ja, dann zahl mal, ne? 17.000 Euro hatten wir uns gedacht, stehen da noch aus. Ja, da konnte ich leider nicht so ohne weiteres, ist das so, sagen. Ne? Da bin ich doch in eine gewisse Auseinandersetzung eingetreten. Und habe so gemerkt, wie unangenehm das ist, wenn man für etwas in Anspruch genommen hat, was man gar nicht getan hat. Ja? Und das sich noch dann in der Gemeinschaft verbreitet. Und da ist mir klar geworden, mein wichtiges Bedürfnis nach Zugehörigkeit war plötzlich in Frage gestellt. Und Zugehörigkeit, ja, also Verbundenheit, ist eins von diesen beiden Grundbedürfnissen, die wir mit auf die Welt bringen. Ja? Wenn die Zugehörigkeit in Frage steht, das geht aufs Herz. Das habe ich auch gemerkt. Nach dem Rohatsu, da musste ich mich mit der Frage plötzlich wieder beschaffen. Und dann habe ich gemerkt, mein Herz kommt aus dem Tritt. Und Zugehörigkeit ist so ein wichtiges Bedürfnis, wenn das in Frage gestellt wird. Dann reagiert unser Gehirn so, als ob wir mit einer tödlichen Gefahr bedroht würden. Ja? Die Gehirnareale, das können die Neurowissenschaftler heute nachweisen, die da aktiviert werden und dieselben Art von Neuronenfeuer da hervorbringen, das sind dieselben wie die anspringen, wenn man schwerstens körperlich misshandelt wird. Ja? Also diese Art von Bestreiten der Zugehörigkeit
ist wirklich eine ganz schwere Verletzung. So reagiert unser Gehirn darauf. Ja? Und deshalb ist ja auch Mobbing so eine Katastrophe, weil da wird jemand die Zugehörigkeit bestritten zu einer Gruppe, ohne dass der was dagegen machen kann. Das ist wie Schläge. Und deshalb kämpfen wir auch darum, um diese Zugehörigkeit, ja? Und setzen da einiges ein. Und da freut man sich natürlich, wenn man hört, ja, der alltägliche Geist ist der Weg. Ja, was heißt denn das in so einer Situation? Der alltägliche Geist ist der Weg. Dass der alltägliche Geist ein achtsamer Weg ist, das leuchtet ein. Beim Essen nur essen, beim Trinken nur trinken, beim Schlafen nur schlafen, beim Fahren nur fahren, beim Aktenstudium nur Aktenstudium. Dass das für viele Menschen eine Hilfe ist, die beim Aktenstudium schon an den Feierabend denken, bei Feierabend schon nach Hause fahren und beim Nachhausefahren schon die ganze Zeit nachdenken, welches Fernsehprogramm sie jetzt gleich einschalten werden und so weiter. Also die in so einem dissoziierten Zustand leben, für die Menschen ist das natürlich eine große Hilfe, ja, zu sagen, ja, üb mal, der alltägliche Geist ist der Weg, beim Essen nur essen, beim Trinken nur trinken. So wie der Buddha geantwortet hat, ne, der wurde ja mal von einem brahmanischen Philosophen gefragt, was ist nun das Besondere an euch? Ja, was machen denn eure Mönche? Ja? Da sagt der Buddha, ja, die sitzen, die stehen, die essen, die liegen. Und dann sagte der, wieso, das tut doch eigentlich jeder Mensch. Da sagte der Buddha, ja, aber bei meinen Mönchen ist das Besondere. Beim Essen wissen sie, dass sie essen. Beim Sitzen wissen sie, dass sie sitzen. Beim Stehen wissen sie, dass sie stehen. Beim Gehen wissen sie, dass sie gehen. Die haben das voll auf der Platte, dass jetzt gerade mal Gehen angesagt ist. Ja? Und das unterscheidet sie von den ganzen Menschen drumherum. Die wissen nicht, wenn sie gehen, dass sie gehen. Ja? Sie haben ihre Achtsamkeit, ihr Erkenntnisvermögen nicht auf diesen Akt konzentriert bzw. damit verbunden. Und das ist eine große Hilfe, in dieser Weise achtsam zu sein. Ja? Das hilft uns. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen wie die von Harquin oder in der ich jetzt gerade bin, die uns noch darüber hinaus herausfordern. Und da kann ich nicht sagen, beim Hören nur hören oder sowas. Wenn ich Urteile höre, da springt irgendwas in mir an. Und dann brauche ich nämlich Mitgefühl. Mitgefühl für mich selber. Mitgefühl für die Personen, die diese Urteile haben. Ja? Weil die Urteile trennen uns. Sie bringen uns in eine Welt der Trennung. Und wir wollen doch eigentlich in einer integrierten Welt uns aufhalten. Und die Integration verlangt, dass wir denjenigen, die urteilen, Einfühlung geben und uns Einfühlung geben. Und das nicht nur im kleinen Maßstab, sondern auch im Großmaßstab. Gut, im Großmaßstab, da komme ich das nächste Jahr drauf. Alles klar. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.